Hallo, eine einfache Karte erstellen. In diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man eine einfache Karte mit Google Spreadsheet erstellen kann. Um Google Spreadsheet zu starten, gibt man in den Browser ein docs.google.com/spreadsheet/ und hier als Beispiel habe ich schon mal zwei Tabellen. Einmal in der ersten Spalte Orte für das erste Beispiel und in der zweiten Spalte Werte dazu. Als Beispiel hier mal die Einwohnerzahl, das kann aber auch was ganz anderes sein. Und im zweiten Beispiel dann Region bzw. Länder und Werte dazu, auch wieder die Einwohnerzahl. Und mit Google Spreadsheet ist es möglich, Geodiagramme zu erstellen. Einmal das Geodiagramm Markierungen und einmal das Geodiagramm Regionen. Das erste Beispiel ist für das Geodiagramm Markierungen. In der ersten Spalte die Orte und Werte dazu. Gleich danach in der zweiten Spalte. Dann kann ich diesen Datenbereich markieren. Gehe auf Einfügen, Diagramm. Gehe zum Reiter Diagramme, klicke hier auf Karte und dann gibt es hier das Geodiagramm Markierung. Das klicke ich einfach an. Dann passe ich das Diagramm an, kann hier die Farbwerte verändern, beziehungsweise ich kann mir eine Region herauspicken, wobei die Auswahl hier noch sehr begrenzt ist, leider. Aber für manches reicht es schon, zum Beispiel Europa. Dann einfügen und fertig ist das Diagramm. Okay, das Beispiel mal wieder löschen. Dann das zweite Beispiel. Einfach Datenbereich markieren. Auf Einfügen klicken. Diagramm. Diagramme. Karte. Und diesmal auf das Geodiagramm Region klicken. Auch wieder anpassen. Region Europa und einfügen. Nun ist die Karte fertig. Ganz einfach und schnell geht das. Flink und flott. Dann kann man sich die Karte noch als Bild speichern, als PNG-Bild und dieses PNG-Bild kann man dann irgendwo in eine HTML-Seite einfügen. Oder man kann das Diagramm auch veröffentlichen und so den Code kopieren und in eine HTML-Seite an die richtige Stelle einfügen. Ciao und viel Glück!